2007, Griechenland. Archäologen suchten über ein Jahrhundert nach dem Tempel der Artemis Amarysia bei Eretria, was durch einen Fehler in Strabos Geografie erschwert wurde. Strabo schrieb, der Tempel sei 7 Stadien entfernt, doch das war falsch. Der Fehler entstand, weil jemand bei der Abschrift des Textes das griechische Symbol für 7, Zeta, mit dem für 60, Xi, verwechselt hat. Als dieser Fehler entdeckt wurde, fand man heraus, dass der Tempel eigentlich 60 Stadien entfernt war und entdeckte schließlich den richtigen Standort. Diese Geschichte zeigt, dass Gematria, die Verknüpfung von Buchstaben und Zahlen, eine wichtige Rolle bei archäologischen Entdeckungen spielen kann. Jetzt zeige ich, wie Gematria-Ägyptologen helfen kann, den bedeutendsten Tempel des antiken Ägyptens zu finden. Wer die Einleitung überspringen will, kann gleich auf Minute 4:30 vorspulen. Ich dachte schon immer, der Maßstab 1 zu 43.200 kann kein Zufall sein und wurde vom Architekten bewusst gewählt. Multipliziert man ihre Maße damit, erhält man die Abmessungen der Erde. Die Maße der Erde und der großen Pyramide sind Fakten. Der einzige Streitpunkt ist der Skalierungsfaktor, den Skeptiker oft als bedeutungsloses Zahlenspiel abtun. Wäre die Pyramide nur ein Grab, wäre die Skepsis verständlich. Aber laut Isaac Newton ist die Pyramide ein Tempel, der auf Geometrie basiert. Deshalb halte ich es für sinnvoll, auch hier das Gematria-System anzuwenden. Der erste Buchstabe ist Aleph und symbolisiert einen Stierkopf. So wie in unserem Alphabet ist der erste Buchstabe A ebenfalls ein umgedrehter Stierkopf. In Video 014 erkläre ich, warum der Stier den Beginn eines Zyklus markiert, wie bei unserem Alphabet. Der zweite Buchstabe ist Bet, das symbolisch ein Haus darstellt. Hier geht es aber nicht um die Symbolik, sondern der Zahlenwert, der mit diesen Buchstaben in Verbindung steht. Bet ist der zweite Buchstabe, deshalb ist sein Zahlenwert 2. Der dritte Buchstabe Gimel hat somit den Zahlenwert 3. Die nächsten 7 Buchstaben führen die Zahlenreihe weiter bis zum Zahlenwert 10. Danach geht es in 10er Schritten weiter bis zum Zahlenwert 90. Und bei den letzten 4 Buchstaben wird in 100er Schritten gezählt und endet mit den Buchstaben Tau und der Zahl 400. Das sind die klassischen 22 hebräischen Buchstaben mit ihren Zahlenwerten. Was mich als Skeptiker überzeugt hat, war der hebräische Name Adam. Die mythologische Figur Adam hat einen hohen Stellenwert in den jüdischen Traditionen. Dank Gematria kann man tiefere, versteckte Verbindungen aufdecken. A, D und M, das ist 1 plus 4 plus 40. Im Film Pi aus den 90er Jahren wird von einem Hebräer erklärt, dass der Name des Garten Eden den Zahlenwert 144 hat. Und der Name Adam, der sich in dem mythologischen Garten befindet, hat zufällig den Zahlenwert 1440. Die mythologischen Beschreibungen beider Konzepte zeigen Gemeinsamkeiten in Architektur und Anatomie. Sie beziehen sich auf die 4 Himmelsrichtungen, die Quadratur des Kreises und sind durch die Zahl 144 verbunden. Die 5 platonischen Körper repräsentieren die Himmelsrichtungen, wobei die 4 Elemente für die Himmelsrichtungen stehen und die 5. Richtung die Zeit symbolisiert. Die Innenwinkel aller Dreiecke ergeben zusammen 14.400 Grad. Der mythische Berg Zion wird mit der Zahl 144.000 verbunden und dort lokalisiert, wo sich die 4 Himmelsrichtungen kreuzen. Eine Fläche von 1440 Ackern wird als der Gründungsort des Christentums in Britannien angesehen. Laut der Überlieferung errichtete Joseph von Arimathea die erste christliche Kirche in Glastonbury. Diese Gemeinsamkeiten haben mich überzeugt, dass Gematria dabei hilft, Zahlenmuster in antiken Mythen zu entschlüsseln. Die scheinbar willkürliche Zahl 1440 bekommt durch die Gematria einen Kontext, in dem sie auf das Konzept eines zentralen Ortes verweist. Das Gematria-System half Archäologen, ihren griechischen Tempel zu finden. Jetzt nutze ich dasselbe System, um den ersten Tempel der antiken Ägypter zu verstehen. Das hebräische Wort Tevel bedeutet die Welt. Die 3 Buchstaben des Wortes Tevel ergeben den Zahlenwert 432. Und was das Wort die Welt bedeutet, erklären die antiken Ägypter selbst. Die Welt, so glaubten sie, begann auf einem kleinen Hügel nahe dem heutigen Kairo.
Und was befindet sich außerhalb des modernen Kairo? Ein gigantischer astronomischer Tempel mit dem Namen Die Welt. Wenn die antiken Ägypter von der Erschaffung der Welt sprechen, meinen sie nicht die Erde, sondern einen astronomischen Tempel mit demselben Namen. Mit Gematria wirkt der Skalierungsfaktor 1 zu 34.200 nicht mehr willkürlich, sondern wird wortwörtlich zur Weltformel. Es ist keine versteckte Nachricht, sondern ein Überbleibsel einer unbekannten Architekturtradition. Könnten die modernen Ägyptologen den Schöpfungsmythos falsch gedeutet haben, indem sie die Welt als Entstehung des Planeten Erde verstanden, obwohl die antike Kultur damit eigentlich die große Pyramide bei Kairo meinte? Wenn ich euch überzeugt habe, dass Gematria diesen Übersetzungsfehler beheben kann und Schöpfungsmythen einen wahren Kern haben könnten, lasst ein Abo da.